So, hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Assassin's Creed Unity. Keiner sieht mich. Ist irgendwie komisch. Okay. Jetzt sehen mich alle. Naja. Ich sitze hier jetzt um 00:30. Ne, 01:30 und synchronisiere das Spiel nach. Wieso nicht? Und ich glaube, ich werde auch wieder sterben. Oh, diese Blendgranaten, die regen einen auf. Ja, die regen einen wirklich auf. So. Ja, wir werden sterben. Genau. So, jetzt gucke ich erstmal, wo wir weitermachen können und dann bis gleich. So, okay, da sind wir wieder und wir sind jetzt beim dritten Versuch, das Ganze zu machen. Und genau, ich glaube, ich will abhauen, oder? Ich weiß nicht, was ich machen möchte. Ich glaube, ich will abhauen. Ja. Klappt das überhaupt? Oder bin ich gerade doof und habe falsch vorgespult? Ja, ich glaube, es klappt. Ich bin mir noch nicht sicher. Egal. Okay, es klappt. Boah, das ist ziemlich heftig, gegen so viele zu kämpfen. Das muss man wirklich sagen, weil es einfach sozusagen keinen Spaß macht. Es macht keinen Spaß und es ist einfach zu viel. Man kann zu schnell sterben. Naja, egal. Ja, es ist eigentlich schon spät, muss man sagen. Maßgeschneiderter Mittelalterumhang haben wir bekommen. Okay. Aber irgendwie nicht zu spät, muss ich sagen. Also das Späteste, was ich hatte, wo ich gespielt habe, das war so 3 bis 5. Aber ich finde es halt nachts, wohlgemerkt. Wir haben 01:30 nachts. Ich finde, es ist auch, naja, sehr schön, wenn man nachts spielen kann. Denn man hat einfach nicht den Zwang oder man hat einfach seine Ruhe. Sagen wir mal so, man muss nicht irgendwas anderes machen, man hat einfach seine Ruhe und kann dann in Ruhe spielen und ja, deshalb spiele ich freitags und Samstagnacht oder synchronisiere eben Assassin's Creed halt nach. Jetzt, werd nicht einfach so auffällig, bitte. Wir müssen ja zu unserer nächsten Mission. Oh, und da sind ein paar Verbrecher. Ist es wert, dafür zu sterben? Irgendwie können wir die nicht. Doch. Gut. Verbrecher töten habe ich in letzter Zeit sehr, sehr oft gemacht. Denn es bringt einfach, wenn man das geschafft hat, Geld. Und Geld ist das, was hier in Assassin's Creed, finde ich, ziemlich knapp ist. Es ist jetzt nicht schade, aber es ist halt knapp. Sagen wir mal so. So, wo geht's hin? Ich sehe es noch nicht. Naja. Auf jeden Fall deshalb haben wir jetzt 01:30 nachts. Gut, nach Versalz wollen wir nicht, aber wir wollen. Ah ja, stimmt, wir wollen uns ja mit
Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Ich habe jetzt seit einer Woche wieder kein Assassin's Creed mehr gespielt. Das ist immer ziemlich schade, wenn der Name dann einem nicht einfällt. Dieser? Nein. Madame Leclerc ist heute Abend bei uns, um über Madame Olympe de Gouges Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin zu sprechen. Madame. Mütter, Töchter, Schwestern. Einen Moment. Also. Ist das nicht bloß eine Liste? Du warst wohl fleißig. Das, Monsieur. Ich habe das Wort. Bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters? Ja. Dann viel Glück. Er tötete viele meiner Mitstreiter. Die übrigen haben nun Angst und schweigen. Ich bin ihm jetzt nicht näher als vor 2 Jahren. Ich sah ihn. Was? Das ist doch genau das, was ich meinte. Wann? Wo finde ich ihn? Ich halte das für keine gute Idee. Tut mir leid. Ach, Elise. Tod, Elise. Was? Du willst mich beschützen? Ich will dir helfen. Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Wenn eine Frau auf Schafott darf, ich traue den Assassinen nicht. Frauen, wacht auf! Die Glocke der Vernunft erschallt im Universum. Erkennt eure Rechte. Welche Steine man euch auch in den Weg legt. Es liegt in eurer Macht, sie zu überwinden. Ihr müsst es nur wollen. Warten wir ab, ob unsere Weltregierung ernsthaft über die Bildung von Frauen nachdenkt. Ich bin noch immer derselbe, der den Koch ablenkte, während du den Nachtisch stahlst. Derselbe, der dir über die Mauer in diesen Obstgarten mit den Hunden half. Nun gut. Bring mich zu deiner Bruderschaft. Ich höre mir das Angebot an. Oh, oh. Angebot könnte übertrieben sein. Ich glaube, das kann sehr, sehr brisant werden, wenn Elise zu der Bruderschaft geht. Ich halte das für keine so ganz gute Idee, muss ich ehrlich sagen. Ich bin mir da auch nicht sicher, warum man das machen sollte jetzt. Ist das eine Templerin? Was hat er vor? Ehrlich? Ja, wie gesagt. Sie sind etwas paranoid, wenn es um ihre Sicherheit geht. Zweimal rechts, 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Was hast du nun wieder angerichtet, Pisspot? Die Templer haben ihren Tod beschlossen. Also bringst du sie her? Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Schweig! Wie? Wen haben wir denn hier? Mein Name ist... Um Himmels Willen! Nehmt ihr diese Binde ab. Wie lächerlich. Das ist gut. Mein Name ist Elise de la Serre. Mein Vater war François de la Serre. Großmeister des Templerordens. Ich will um eure Hilfe bitten. Fahrt fort. Mirabeau? Müssen wir diese Debatte wieder aufwärmen? Wir müssen und wir werden, Meister Kemar. Wenn ihr keinen Vorteil darin sehen könnt, dass François de la Sars Tochter an unserer Schuld steht, bange ich um unsere Zukunft. Oh. Fahrt ja. Fort, Mademoiselle de la Sars. Ah, jetzt kommt's. Ihr seid niemand, mit dem ich normalerweise verhandeln würde, Monsieur. Doch mein Vater ist tot. Und auch meine Verbündeten im Orden. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Töten wir sie und schicken ihren Kopf als Warnung zurück. Belek! Genug! Offenkundig sollten wir dies unter uns ausdiskutieren. Entschuldigt uns, Mademoiselle de la Serre. Natürlich. Arno, vielleicht begleitest du sie. Ihr beide habt sicher viel zu besprechen. Das kann sehr, sehr gut sein. Irgendwie gefällt mir mein alter Mentor nicht mehr so ganz. Ich weiß nicht warum. Kann auch gut sein, weil er Elise umbringen möchte. Hab Geduld. Mirabeau wird sie schon überreden. Glaubst du wirklich, wir können ihn finden? Nach all dieser Zeit? Du bist ein Royalist. Dann kriegst du jetzt, was dir zusteht. Glaubst du, dass du Feigling? Ja. Wo ist er? Sein Geschäft ist auf der Rue Saint-Antoine. Warum? Was zum... Elise! Jamon. War das Jamon nicht der Silberschmied? Wo willst du denn hin? Und wieso läuft ihr uns jetzt davon?
Was kann das nur sein? François Germain. Aber wieso hat er jetzt plötzlich ein Schiff? Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall laufen wir ohne Ende. Was hast du denn vor? Und scheinbar weiß Elise etwas, was wir nicht wissen. Ei. Warte doch! Und sie hört uns nicht. Ich könnte doch einfach mal sagen, dass wir hinter ihr herlaufen sollen. Aber nein. Sie läuft einfach stur voraus. Was sollte das denn? Arnaud. François Germain war Adjutant meines Vaters. Was? Er wurde aus dem Orden verstoßen, als ich klein war. Ich glaube, es ging um ketzerische Ansichten oder Jacques de Molay, ich weiß es nicht mehr genau. Doch er sollte tot sein. Er starb vor Jahren. Das hat ihm wohl keiner gesagt. Ich würde ihm liebend gern ein paar Fragen stellen. So wie ich. Wieso wird meine Verbündete angegriffen? Ach so, da will so ein Dieb die umbringen. Ha, wie amüsant. Wieso nicht? Darf man doch mal machen. Lea. Vielleicht war es nicht derselbe Germain. Groß, graues Haar, verschiedenfarbige Augen. Nun, das war er. Also, er war Adjutant ihres Vaters, Monsieur de la Serre. Dieser wurde dann... Ist wohl niemand daheim, Elise. Sag es nicht. Eine Falle? Verstoßen. Ja, eine Falle. Und er sollte tot sein. Na, seht wer da ist. Tötet sie! Wieso konnten wir sie eigentlich jetzt gerade nicht töten? Gut. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, dass das Video ruckelt. Also bei mir sieht es zumindest so aus. Ich finde es übrigens ziemlich, ziemlich geil, dass das Blut auch auf die übrigen Gegenstände spritzt. Nun, das war äußerst belebend. Genau wie damals in Marseille. Nur dieses Mal ein bisschen blutiger. Hier gibt es nichts. Er muss gewusst haben, dass er auffliegt. Dann ist er wieder entwischt. Vielleicht nicht. Suchen wir weiter. Verschlossen. Vielleicht könnten wir... anklopfen. Eintreten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht zur offiziellen Führung gehört. Arnaud, schau. Das ist er. Er hat meinen Vater getötet. Sagen wir es Mirabeau. So schnell. Ich übernehme das. Triff mich bei Mirabeaus Anwesen. Ja, da heißt es schon wieder, alle möglichen Scharfschützen ausschalten. Also, Germain, dem wir in die Freiheit geholfen haben... Der war gar nicht gefangen, sondern er war, und er hat nur so getan, als wäre er gefangen. Oder sowas in der Richtung. Denn er hat in Wirklichkeit für sich selber gearbeitet. Oder habe ich das nicht richtig verstanden? Und er ist jetzt der Anführer der Templer. Okay.
ist irgendwie schon, naja, sehr komisch. Na? Komm, schieß ihn ab. Ach, der hat mich jetzt gesehen, das ist natürlich scheiße. Naja. Dafür haben wir alle Personen getötet. Und ich würde sagen, hier machen wir auch einen kleinen Cut. Hörst du mich? Das war verdammt gute Arbeit. Du hast ihn. François Thomas Germain. Großmeister der Templer und ein Weiser dazu. Soweit wir wissen, ist er der zweite Weise, der den höchsten Rang der Templer bekleidet. Ein beunruhigender Trend. Bleib bei Anu, bis wir mehr über diesen Germain wissen. Er könnte den Großmeister überlebt haben und uns zu seiner Leiche führen. Ja, okay. Und das machen wir in der nächsten Folge zu Assassin's Creed Unity. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.